Priska sucht ihre Mutter, die sie nie kennengelernt hat. Im Alter von 11 Jahren entdeckt sie ihr Stammbuch und liest etwas, das sie nicht fassen kann. Sie wurde adoptiert. Mit ihren Adoptiveltern kann sie nie darüber sprechen und deswegen bleiben all ihre Fragen unbeantwortet. Doch die Sehnsucht, ihre leibliche Mutter kennenzulernen, wächst über die Jahre ins Unermessliche. Priska aus Rendsburg hat einen großen Herzenswunsch. Sie möchte ihre leibliche Mutter finden. Die 49-jährige Zahnarzthelferin kam als Baby in ein Kinderheim und wurde im Alter von 2 Jahren adoptiert. Ich möchte Priska helfen, ihre Mutter nach fast einem halben Jahrhundert wiederzufinden. Hallo Priska, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Komm gleich mit, gerne. Priska, wen suchst du? Ich suche meine leibliche Mutter. Ich würde gerne wissen, wo meine Geschichte angefangen ist. Hast du sie je kennengelernt? Nein, weil ich nach der Geburt gleich ins Säuglingsheim gegeben worden bin und später adoptiert worden bin. Die 2-jährige Priska wird 1969 von einem liebevollen Ehepaar adoptiert und erlebt dort eine behütete und glückliche Kindheit. Eher zufällig entdeckt sie als 11-jähriges Mädchen, als ihr das Familienstammbuch in die Hände fällt, dass sie adoptiert wurde. Denn dort ist eine für sie unbekannte Marion Meyer als Mutter eingetragen. Doch Priska schämt sich, ihre Adoptiveltern zu fragen. Nur ein einziges Mal wird dieses Thema angesprochen. Ich wusste nur, dass meine Mutter mal erzählt hatte, ich hätte einen Bruder haben sollen. Und der ist mit 5 Monaten gestorben. Und dann habe ich meine Mutter einfach darauf angesprochen. Und dann habe ich nur den Satz gesagt, Mutti, warum habt ihr dann nicht ein zweites Kind adoptiert? Da schossen meiner Mutter die Tränen in die Augen. Und dann haben wir aber auch nie wieder darüber gesprochen. Deine Adoptiveltern kannst du mittlerweile nicht mehr befragen. Meine Eltern kann ich dazu nicht mehr befragen. Mein Vater ist 2000 verstorben. Und meine Mutter lebt jetzt ungefähr seit 3 Jahren in einer Pflegeeinrichtung und ist an Alzheimer-Demenz erkrankt. Obwohl Priska mittlerweile gemeinsam mit ihrem 17-jährigen Sohn Ruben ein zufriedenes Leben als alleinerziehende Mutter führt, wächst die Sehnsucht nach ihren eigenen Wurzeln Tag für Tag. Kannst du erklären, warum du eigentlich immer mehr Sehnsucht danach hattest, deine leibliche Mama kennenzulernen? Weil ich mich alleine fühle. Was wäre so das Allerschönste, was deine Mama dir sagen könnte? Dass sie mich nie vergessen hat. Kannst du dir vorstellen, dass zwischen euch Liebe wachsen könnte? Ich habe das Gefühl, ich habe noch ganz viel Liebe zu geben. Und davon möchte ich ihr ein bisschen was abgeben, wenn sie es annimmt. Das sind genau die richtigen Worte für mich, um mich auf die Suche zu machen. Ich danke dir ganz herzlich für dein Vertrauen. Ich habe zu danken. Dankeschön. Meine Suche beginnt mit einer Recherche, denn Hinweise auf den Verbleib von Priskas Mutter gibt es so gut wie keine. Priska hat ja bereits selber sehr viel recherchiert, ohne eine konkrete Spur ihrer Mutter zu finden. Aber sie hat vom Einwohnermeldeamt Schleswig diesen Archivauszug hier erhalten. Daraus ist ersichtlich, dass Priskas Mutter eine Zwillingsschwester mit dem Namen Maike Meyer hat. Die hat wohl einen Amerikaner namens James Comstock geheiratet. Und laut dieses Dokuments sollen die beiden dann in die USA gegangen sein. Wenn man also über Priskas Mutter nichts herausfindet, dann ja vielleicht über deren Schwester, Maike. Ich recherchiere also nach der Zwillingsschwester der vermissten Mutter. Maike Meyer, Priskas Tante, soll mit einem James D. Comstock verheiratet in den USA leben. Und tatsächlich finden sich 2 mögliche Suchansätze. Also der Name James D. Comstock taucht hier 2-mal auf. Zum einen in einer kleinen Regionalzeitung und zum anderen mit einer ganz konkreten Adresse in Manhattan. Es sieht so aus, als müsste ich nach New York. Ich verfolge die erste der beiden Spuren. Diese führt mich an die Ostküste der USA. New York ist mit seinen über 18 Millionen Einwohnern in der Metropolregion einer der wichtigsten Wirtschafts- und Handelsräume der Welt. Im eigentlichen Zentrum der Weltstadt, in Manhattan, mache ich mich auf die Suche. Ich weiß, hier sieht es nach Sonne aus, aber es sind arktische Temperaturen. Die 40. Straße liegt im Süden Manhattans im Bezirk Soho.
Da ist die 250. Im 12. Stock eines Apartmenthauses könnte die Zwillingsschwester von Priskas Mutter mit ihrem Mann leben oder gelebt haben. So, 12. Etage, Apartment 1204. Da, 1204. Steht kein Name, keine Klingel. Hallo? Hi. Hallo. Hi. Hallo, ich bin Julia aus Deutschland. Hallo, Julia. Are you Maike Kamstock? Sind Sie Maike Kamstock? No. Nein. Nein? Ich erkläre der Frau, worum es geht. Und sie erinnert sich tatsächlich an die Kamstocks, von denen sie vor Jahren das Apartment übernahm. Sie weiß nicht, was aus der Familie geworden ist, aber sie erinnert sich noch an ein interessantes Detail. Ich kann mich an eine Einladung von Herrn Comstock in den Meatpacking District erinnern. Er sagte mir, dass er dort einen Deli am Chelsea Market besitzt. Hat er den Namen des Delis erwähnt? Kann sein, aber ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Es tut mir so leid. Wie ist Ihr Name? Diane, vielen Dank. Gerne. Viel Erfolg bei der Suche. Thanks. Bye. Sofort gehe ich der neuen Spur nach. Der sogenannte Meatpacking District im Südwesten Manhattans hatte lange einen zweifelhaften Ruf wegen seiner Mischung aus Schlachthöfen und Rotlichtmilieu. Heute befinden sich in vielen der alten Industriegebäude Künstlerateliers, Boutiquen und Restaurants. Hier soll der Mann von Priskas Tante einen Deli, eine Mischung aus Kiosk und Imbiss, betrieben haben. Hi. Hallo, entschuldigen Sie. Ich bin aus Deutschland und brauche Ihre Hilfe. Ich suche James Comstock. James Comstock. Er soll hier einen Deli besitzen. Kennen Sie ihn? James Comstock. Nein. Nein? Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich habe in Deutschland gewohnt. Als ich eine Mädchen war. Ich suche nach einer vermissten Mutter und deswegen suche ich nach einem James Comstock, der soll ein Deli hier haben. Sagt Ihnen der Name was? Nein, Comstock? Hab nie gehört. Sagt Ihnen nichts? Okay. Ja, es tut mir sehr leid. Ja. Aber Sie sprechen sehr gut Deutsch. Dankeschön. Ganz toll. Dankeschön. Alles Gute. Und bei dir auch. Dankeschön. Viel Spaß. Dankeschön. Ja. Nur wenige Minuten entfernt liegt ein weiterer Deli. Ich mache mich gleich auf den Weg. Hi, wie geht's? Hi, I'm fine. Gut, danke. Ich komme aus Deutschland und brauche Hilfe. Ich bin auf der Suche nach James Comstock. Er soll hier in der Gegend ein Deli haben. Deli in this area? Tut mir leid, den kenne ich nicht. Haben Sie diesen Laden schon lange? Ja, seit 1999. Wirklich schön. Dankeschön. Okay. Danke für Ihre Hilfe. Bye. Auch wenn ich den Bezirk gut eingrenzen kann, die Suche nach dem Deli der Familie Comstock gestaltet sich nicht gerade einfach. Was ich jetzt gern hätte? Eine Wärmflasche. Im Meatpacking District gibt es hunderte dieser Delis. Es liegt also eine Menge Arbeit vor mir. Nach und nach klappere ich einen nach dem anderen dieser kleinen Läden ab. Auch wenn dies nicht den gewünschten Erfolg zeigt. Also auch wenn es auf Deutsch gesagt saukalt ist, New York ist trotzdem toll. Meine Liebe zu der Stadt wird dennoch auf eine harte Probe gestellt, denn ich kann einfach niemanden finden, der sich an die gesuchte Familie erinnern kann. Bis in den Abend hinein komme ich keinen Schritt weiter. Haben Sie den Namen schon mal gehört? Comstock? No. Nein. Tut mir leid. Okay, thank you, bye. Wieder nichts, keiner kennt ihn. Bye, bye. Also ich habe jetzt hier in der Gegend sämtliche Delis abgeklappert, aber kein Mensch kann sich auch nur ansatzweise an James Comstock erinnern. Ich komme hier überhaupt nicht weiter. Aber ich habe ja noch eine andere Spur und der werde ich gleich morgen nachgehen. Aber jetzt wärme ich mich erstmal ein bisschen auf. Der nächste Morgen in Manhattan. Nach der ergebnislosen Suche vom Vortag verlasse ich früh die Stadt. Ja, tschüss New York. Jetzt muss ich erst mal 400 Kilometer Richtung Norden nach Utica, denn dort führt mich meine zweite Spur hin. Der Hinweis, den ich bereits in Deutschland recherchiert hatte, beruht auf einer 40 Jahre alten Anzeige aus einer Lokalzeitung. James und Maike Comstock gaben darin die Geburt ihrer Tochter bekannt. Es war sogar eine Adresse angegeben. Durch die verschneite Landschaft nähere ich mich meinem Ziel. Noch 80 Kilometer bis Utica und draußen wird es immer eisiger. Aktuell minus 13 Grad.
Nach insgesamt 6 Stunden Fahrzeit erreiche ich Utica. Die für amerikanische Verhältnisse alte Stadt wurde bereits im 18. Jahrhundert besiedelt und liegt im Nordwesten des Bundesstaates New York in einem ehemaligen Gebiet der Irokesen. Am dünn besiedelten Rande der Stadt liegt die Adresse, die in der 40 Jahre alten Geburtsanzeige angegeben war. So, North Road. Das müsste hier das Haus sein. Wenn ich Glück habe, wohnt hier Priskas Tante. Nolan, da steht ein anderer Name. Hello? Hello? Was denn jetzt? Da ist das nächste Haus. Da laufe ich mal rüber. Hallo? Hello, I'm from Germany. Hallo, ich bin aus Deutschland und ich brauche Hilfe. Ich suche eine vermisste Person. Ich bin auf der Suche nach Familie Comstock, Maike und James. Die kenne ich nicht. Noch nie gehört? Nein, die leben hier nicht. Thank you. Bye. Thank you. Zu Fuß und bei eisigen Temperaturen höre ich mich weiter um. Ich suche nach einer bestimmten Familie. Der Name ist Comstock. James and Maike Comstock. Den Namen habe ich noch nie gehört. Vielleicht in der Nachbarschaft? Nein, wir sind erst vor ein paar Jahren hergezogen. Ich kenne hier noch nicht so viele Leute, aber fragen Sie da drüben mal nach. Die leben hier schon lange und Ihre Mutter lebte davor in ihrem Haus. Da drüben? Ja. Okay, dann versuche ich es da mal. Ja, da haben Sie vielleicht mehr Glück. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Bye-bye. Eine Nachbarin, die hier schon länger lebt? Ich mache mich sofort auf den Weg. Die Frau ist glücklicherweise zu Hause, aber kann sie mir wirklich helfen? Ja, Maike und Jimmy Comstock. Das waren mal Freunde von mir vor langer Zeit. Das ist mindestens 30 Jahre her. Sie kennen sie? Ich kannte sie. Und wissen Sie, ob Maike aus Deutschland kam? Oh ja, sie kam aus Deutschland. Oh, toll. Sie heiratete Jimmy, als er bei der Army war. Ich verstehe, ich suche die beiden ganz dringend. Ich habe keine Ahnung, wo sie jetzt leben. Ich habe gehört, sie haben sich scheiden lassen. Aber wo sie jetzt sind, weiß ich leider nicht. Ich muss sie finden. Meine Freundin Barbara kannte sie besser. Vielleicht weiß sie ja mehr. Ich kann sie anrufen, dann komme ich wieder zurück. Kann ich hier warten? Ja, ich bin gleich wieder da. Toll, vielen Dank. Thanks. Das hört sich gut an. Endlich eine neue Spur. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass die Freundin der ehemaligen Nachbarin mehr weiß. Und? Also, Barbara wusste noch, dass die beiden geschieden sind und dass Maike einen Mann namens Orrin Guthrie geheiratet hat. Hier ist eine alte Adresse. Sie weiß aber nicht, ob Maike dort noch lebt. In Remsen. Genau. Vielleicht hilft Ihnen das ja. Vielen Dank. Sehr gern. Thank you. Bye-bye. Ganz heißer Tipp. Danke. Bye-bye. Eine Woche später in Köln. Ich habe Priska erneut eingeladen, denn ich habe Neuigkeiten, die ich ihr persönlich mitteilen möchte. Hallo, komm mit rein. Priska, du bist hier, weil ich ein Suchergebnis für dich habe. Ich habe über deine Mama erstmal nichts rausgefunden und habe deswegen die Spur nach deiner Tante Maike, also der Zwillingsschwester deiner Mama, verfolgt. Ja. Und deswegen bin ich in die USA geflogen. Das ist ja toll. Und da habe ich irgendwann auf der Suche einen Hinweis bekommen, wo deine Tante leben soll. Und dem Hinweis bin ich nachgegangen. Schau mal. Remsen, ein kleiner Ort in der Nähe von Utica. Ich hoffe sehr, Priskas Tante Maike hier zu finden. Und vor allem, dass die noch Kontakt zu ihrer Schwester hat. So, 10673 French Road. Auf der Straße bin ich jetzt. Jetzt muss ich nur die 10673 finden. Das könnte es sein.
da. 10673. Das ist es. Ich bin richtig. Das ist die Klinge. Hi. Hi. Sind Sie Maike Guthrie? Yes, I am. Ja, das bin ich. Hallo, ich bin Julia. Das ist ja Wahnsinn. Ist Ihr Geburtsname Maya? Ja. Und kommen Sie ursprünglich aus Deutschland? Ja, warum fragen Sie? Sprechen Sie noch Deutsch? Ein bisschen, yes. Wirklich? Yes, ja. Und haben Sie eine Zwillingsschwester, Marion? Yes. Why are you asking? Ich suche nach Marion. Ach, ist alles okay? Alles ist wunderbar, aber ich würde Ihnen das vielleicht gerne erklären, was okay. Es geht. Ja? Hier kommt die rein. Das ist aber lieb. Es ist alles gut. Gute Nachrichten. Ja. Vielen Dank. Ich freue mich. Oh, das ist ja, das ist echt Wahnsinn. Ich habe deiner Tante dann erzählt, warum ich auf der Suche nach ihrer Schwester bin. Ja. Guck mal. Maike, ich bin hier, weil ich nach deiner Zwillingsschwester Marion suche. Geht es deiner Schwester gut? Ja, es geht ihr sehr gut. Das ist gut. Ich bin hier, weil jemand in Deutschland nach ihr sucht. Es ist Priska. Weißt du, wer das ist? Oh mein Gott, ja. Ich weiß es. Wer ist es? Ihre Tochter. Genau. Yes, I do. Ich weiß, wer sie ist. I don't want to cry, but I do. Now it's all coming back. Ich muss weinen. Es kommt gerade alles wieder hoch. Yeah. Do you think? Glaubst du, das wird deiner Schwester viel bedeuten? Oh, I'm sure it is. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Yeah. Kannst du mir sagen, warum Priska zur Adoption freigegeben wurde? Ich weiß, dass meine Schwester Marion einen Freund hatte, in den sie sehr verliebt war, Priskas Vater. Aber als sie schwanger wurde, wollte er nichts mehr mit ihr zu tun haben. Keiner wollte ihr helfen. Ich arbeitete damals woanders und unsere Tante konnte leider auch nichts für sie tun. Aber Marion wollte sie nicht weggeben. Sie wollte Priska immer behalten. Ich war dabei, als sie vom Krankenhaus ins Kinderheim brachte. Es war furchtbar. Marion und ich besuchten sie regelmäßig. Es war jedes Mal schlimm, wieder gehen zu müssen. Also kennst du Priska noch persönlich? Ja, ich habe sie besucht, bis sie adoptiert wurde. Weißt du, wie es deiner Schwester damals ging? Oh mein Gott, sie war just. Mein Gott, sie war völlig zerstört. Ja, es hat sie verändert. Ich habe mich später nie getraut, sie auf Priska anzusprechen. Ich wollte sie nicht verletzen, dachte, vielleicht spricht sie mich darauf an. Aber sie hat es nie getan. Es war einfach zu schmerzhaft. Zu schmerzhaft, um darüber zu sprechen? Ja, aber sie hat Priska immer geliebt. Sie hatte einfach keine andere Wahl. Bist du glücklich für deine Schwester? Ja. Ich bin so, als wenn das meine Tochter ist. Und ich bin ja nur die Tante, you know? Aber die Tante freut sich auch. Oh, ich freue mich so sehr. Ich würde sie mit offenen Armen, ja. Wo lebt Marion denn jetzt? Sie bauen ein Haus in Pennsylvania. Und du würdest mir die Adresse geben? Ach, of course. Ja? Ja, ja. Und ein ganz großes Versprechen, dass du nicht anrufst. Wird schwer sein, aber ich will nicht anrufen. Ich freue mich sehr. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. Das ist ja toll. Oh, du bist ja der Wahnsinn. Du hast ja gehört, deine Tante hat mir die Adresse gegeben. Und zu der Adresse bin ich gefahren. Guck mal. Lancaster im US-Staat Pennsylvania. Ich bin bisher gar nicht davon ausgegangen, dass Priskas Mutter auch in den USA lebt. Deshalb freue ich mich natürlich umso mehr, sie hier zu überraschen. Ob ihre Schwester auch wirklich dicht gehalten hat? Das ist das Haus. Hallo.
jetzt einer sein? Ich suche Marion. Kennen Sie sie? Das ist meine Mutter. Ihre Mutter? Ja. Hallo, ich bin Julia aus Deutschland. Hallo Julia, ich bin Jeffrey. Ist sie gerade da? Ja, sie ist gerade oben. Könnte ich mit ihr sprechen? Ja klar, komm doch rein. Vielen Dank, das ist nett. Oh, ist was los. Hallo. Hi. Sind Sie Marion? Yes, ja. Hallo. Hallo, mein Name ist Julia. Hallo, Julia. Sind Sie aus Deutschland? Yes, ja. Sind Sie überrascht? Ja. Ich suche Sie. Ich komme aus Deutschland. Ja, you look German. Sie sehen auch deutsch aus. Sie auch. Danke. Sprichst du noch ein bisschen? Ja, ich kann es verstehen. Ein paar Wörter habe ich schon manchmal ganz vergessen. Marion, ich suche nach dir, weil es jemanden aus deiner Vergangenheit gibt, der dich sucht. Kannst du dir vielleicht denken? Ja. Ja? Ja. Ja. Wer könnte das sein? Meine kleine Tochter, Priska. Ja, meine Girl, ja. Deswegen bin ich hier. Okay. Ja? Wird alles gut. Mhm. Ja? Wer ist da noch? Oh, mein Mann. Gordon? Hi. Hi. Hi, I'm Julia. Hallo, ich bin Julia. Ich komme aus Deutschland. Aus Deutschland? Ja, hallo Gordon. Hi. I'm looking for Ich suche nach ihrer Frau. Was ist los, mein Schatz? Sie ist hier, um mir zu sagen, dass Priska mich sucht. Oh mein Gott. Marion, können wir uns vielleicht an einem ruhigen Ort unterhalten? Okay. Ich bin sehr glücklich. Das ist ja unglaublich. Ich habe Priskas Mama gefunden. Oh. Vielen, vielen, vielen Dank. Ist dir leichter? Ja. Ja? Ja. Priska, ich habe mich dann mit deiner Mama in Ruhe zusammengesetzt und dann haben wir geredet. Schau mal. Marion, what does it mean? Was bedeutet es dir, dass Priska dich sucht? Kannst du das beschreiben? Das bedeutet mir alles. Ich hatte ein Loch in meinem Herzen. Da war absolute Leere. Als ich sie damals abgab, dachte ich, ich würde sie nie wiedersehen. Ich habe sie nie vergessen, niemals. Kannst du mir ein wenig aus der Vergangenheit erzählen, wie es damals dazu kam? Meine Eltern waren tot. Ich hatte das Baby, wusste aber nicht, wohin. Ich habe meine Tante Annie gefragt, ob sie sich um Priska kümmern kann, während ich arbeiten gehe. Aber sie sagte nein. Ich war alleine, als ich ins Krankenhaus ging. Als ich herauskam, setzte man mich mit Priska in einen Bus und fuhr mich direkt in ein Kinderheim. Dort musste ich mich dann von ihr verabschieden. Ich dachte, das ist doch nicht richtig. Es ist nicht fair, dass sie in einem Kinderheim groß wird. Wann hast du deinen Mann Gordon kennengelernt? 1969. Hast du ihm von Priska erzählt? Ja. Wie war seine Reaktion? Er wollte sie adoptieren. Er sagte, komm, lass uns das Baby holen und adoptieren. Aber es war zu spät. Ja, es war leider zu spät. Die Papiere waren schon unterschrieben. Wie ist dein Leben heute? Wir sind im Ruhestand. Wir sind von Cleveland hier nach Lancaster gezogen, gemeinsam mit unserem Sohn. Wir haben ein Haus gekauft, das wir gerade komplett sanieren. Wir haben uns dazu entschieden, weil fast alle Kinder in unserer Nähe sind. Ich wollte meine Familie um mich herum haben. Also wir arbeiten am Haus und werden hoffentlich diesen Sommer fertig sein. Habt ihr auch Platz für einen weiteren Gast? Yes. Ja, natürlich. Immer. Always. Hast du noch Erinnerungen? Hast du noch Fotos? Ja, ich habe ein Foto. Das ist meine kleine Priska. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Was bedeutet dir das Foto? Nun, ich habe es all die Jahre aufbewahrt. Das ist mein kleines Baby. Das ist und bleibt mein kleines Mädchen. Möchtest du dir ein paar Bilder ansehen? Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Das war Priska, als sie zur Schule gegangen ist. Oh gosh. Oh mein Gott. Oh gosh, little blondie. Ein kleines blondes Mädchen. And this is your daughter. Und das ist deine Tochter heute. Oh, she's beautiful. Oh mein Gott, sie ist wunderschön. I love her very much. Ich liebe sie so sehr. Oh, I can't wait to see her. Ich kann es gar nicht abwarten, sie wiederzusehen. Ich habe hier ein paar Fotos. Oh, wow. You're gonna be her dad. Du hättest ihr Vater sein können. Oh, danke. Hallo, Priska. Hallo, Priska. Hier spricht deine Mama. Wir grüßen dich ganz herzlich und wir können es gar nicht abwarten, dich bald zu sehen. Priska, hello. Hallo, Priska. Wir sind wahnsinnig aufgeregt und freuen uns so sehr, dass du nach deiner Mutter gesucht hast. Wir können es kaum erwarten, dich zu sehen und wir werden ganz bestimmt eine wunderbare Zeit zusammen haben. We love you, Priska. Wir lieben dich, Priska. Oh, das ist der krönende Abschluss. Ja? Ja. Mir würde ein besserer krönender Abschluss einfallen. Deine Mama ist hier. Oh, gut? Oh. Oh. Ihr Leben lang machte sich Marion Vorwürfe, weil sie keinen anderen Ausweg sah, als ihr geliebtes Baby in ein Kinderheim zu geben. Priska wuchs glücklich bei ihren Adoptiveltern auf, doch hatte immer große Sehnsucht nach ihrer Mama. Jetzt endlich können die beiden wieder zueinander finden. Priska, dann ist es jetzt soweit. Dann kommt jetzt der krönende Abschluss. Da vorne wartet deine Mama auf dich. Ist das schön, dass ich dich wieder gefunden habe. Oh Gott. Lange Zeit. Ja. Lange Zeit. Ich habe mich gefreut, dass du mich gesucht hast. Schön. Ja. Schön. Ich hatte ein bisschen Angst. No, mm-mm. Und auch Marions Mann Gordon, der ebenfalls vor vielen Jahren erfolglos um Priska kämpfte, kann das verlorene Kind in die Arme schließen. Oh, ist das schön. Ist das schön. Ihr drei, es ist so schön, euch so zu sehen. Was für ein schönes Ende. All the best to you. Dankeschön. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, danke. Thank you. Tschüss. Priskas Mutter ist überglücklich. Gemeinsam mit ihrem Mann Gordon verbringt sie 2 Wochen in Deutschland, lernt auch Priskas Sohn Ruben kennen. Und der Gegenbesuch von ihrer Tochter und ihrem Enkel in den USA ist schon fest geplant.